Jurassic World Dominion ist jetzt endlich fürs Heimkino verfügbar, beziehungsweise irgendwie nicht ganz. Also man kann sich das Ganze digital bereits runterladen über Amazon, Apple, wie sie alle heißen. Auf Blu-ray kommt das Ganze allerdings erst ein paar Tage später raus. Das bedeutet, alle von euch, die das Ganze als physische CD haben wollen, was ich durchaus verstehen kann, ich liebe physische Sachen, ihr müsst noch ein paar Tage warten. Trotzdem kann ich euch hier schon mal ein Review darüber geben, ob es sich denn lohnt, die Blu-ray zu kaufen, beziehungsweise die Extended Edition zu kaufen. Bevor wir jetzt groß anfangen, die Extended Version auseinanderzunehmen und ich darüber rede, was ich daran gut finde, was ich eventuell nicht so toll fand. Wichtig ist, dass ihr hier drauf achtet, in der digitalen Version gibt es einmal nur die Kinofassung, dann gibt es noch einmal eine Variante, nennt sich Extended Cut, da ist dann eben auch die Extended Version mit drauf. Und eins kann ich von vornherein schon mal wegnehmen, wenn ihr sagt, ihr wollt euch Jurassic World Dominion anschaffen, dann kauft euch die Extended Version. Das macht eben einfach Sinn, weil hier wesentlich mehr Szenen drin sind, also was heißt wesentlich mehr Szenen, es sind 13 Minuten, die extra mit dabei sind. Colin Trevorrow hat zwar von 15 Minuten gesprochen, aber ich meine, der Typ hat ja bei dem gesamten Marketing des Films einfach permanent gelogen. Warum nicht auch jetzt nochmal bei DVD-Release eine kleine Lüge raushauen? Es mag der ein oder andere jetzt sagen, Matobi hat ja nur um 2 Minuten gelogen. Naja, aber in 2 Minuten hätte man schon noch ein paar Szenen mit einbauen können. Übrigens auch bekannt, dass das so ein Marketing-Trick ist. Wenn der ein oder andere von euch da draußen eventuell eine Ausbildung als Verkäufer oder auch im Einzelhandel gemacht hat, wird er wissen, was ich meine. Ein Produkt für 9,99 € kaufen mehr Leute als ein Produkt für 10 Euro. Ist einfach so eine psychologische Sache. Und eben so kaufen auch mehr Leute ein Produkt, wo angekündigt wird, 15 Minuten mehr Inhalt, obwohl es am Ende nur 13 sind. Das mal außen weg, über den Regisseur wird noch ein Video kommen, weil er letztens auch eine Aussage gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, ey, ich hoffe so sehr, dass du nicht die Macht bekommst, das Jurassic-Universum zu leiten. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Wir reden jetzt erstmal über die Extended Edition von Jurassic World Dominion. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nahezu jedem Kinogänger ist ja irgendwie aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Wir haben ja, ich meine, es war sogar ein Jahr vor Release, also vor Kino-Release, haben wir einen 5-Minuten-Clip bekommen, wo es hieß, das wird der Prolog werden. Und dann gehen wir ins Kino rein und merken, der Prolog fehlt, der ist nicht da. Jetzt haben wir den Prolog im Film mit drin und ich muss wirklich sagen, ey, so fühlt sich das Ganze wesentlich organischer und geiler an. Weil jetzt haben wir hier einen langsamen Anfang. Wir werden so in die Geschichte langsam reingleiten gelassen. So viel schon mal dazu, das fand ich jetzt ganz nett. Die anderen Szenen, also ich werde jetzt hier nicht alle Szenen mit euch besprechen, keine Sorge, es wird hier Spoiler geben zum Film, vollkommen klar, also Achtung Spoiler. Ich werde jetzt hier nur noch eine weitere Szene hervorheben oder 2 Szenen hervorheben, die ich noch ganz cool fand. Alle anderen waren so, es ist schön, dass sie dabei waren. Ich habe auch teilweise nicht verstanden, warum die rausgeschnitten wurden. Das sind manchmal Szenen, die gehen wirklich 2 Sekunden. Also es gibt eine Stelle, wo ein Allosaurus einen Typen packt und den rüber zum Carnotaurus wirft. Und dann fällt ein Mensch über so eine brennende Plattform und fängt eben Feuer. Das haben wir im Kino nicht gesehen. Wir haben nur die Stelle gesehen, wo er auf einmal Feuer fängt. Und die 2 Sekunden davor, wie der Allosaurus einen Typen zu einem Carnotaurus rüberschmeißt, wurden aus irgendeinem Grund rausgeschnitten. Das sind wirklich 2 oder 3 Sekunden. Ich habe das Ganze sogar mal in einem Short auf YouTube hochgeladen. Was weiß ich, warum man sich dazu entschieden hat, das rauszuschneiden. Wirklich keine Ahnung. Wir bekommen eine relativ wichtige Szene, wo ich mir auch gedacht habe, warum war die nicht im Film drin, im fertigen? Wir sehen im Film, in der Kinofassung, wie Owen, gespielt von Chris Pratt, einen Parasaurolophus einfängt mit so einem Lasso. Und dann wird er abtransportiert und dann gibt es irgendwann einen Cut, der Saurier ist nicht mehr da. Und viele haben sich dann gefragt, was ist denn mit dem jetzt passiert? Warum ist der einfach nicht mehr vorhanden? Jetzt erfahren wir, was wirklich passiert ist und die Geschichte dahinter, die triggert einen schon so ein bisschen. Und das macht einen späteren Tod in dem Film wesentlich befriedigender. Nämlich bekommen wir jetzt mit, dass das Ganze so abläuft, dass Chris Pratt den Parasaurolophus wegtransportieren will, wahrscheinlich zu irgendeiner Unterkunft, wo die Saurier eben sicher leben können. Und dann kommen Wildere an, die sich aber ausweisen als irgendwelche Wildhüter. Das sind aber gefälschte Ausweise, das bekommen wir dann alles mit. Und dann richten die eben die Pistolen auf Chris Pratt und sagen, ey, gib uns den Saurier mit. Und dann hat er eben keine andere Wahl und muss eben sagen, nimm den Saurier halt mit. Dann werden die Knochen von dem Tier verkauft. Man sitzt so da und denkt sich so, das ist schon böse, weil aber auch der Wilderer so ein dummer Schmierlappen ist. Und das ist wirklich eine fiese Szene, die aber dann den Tod später sehr viel besser aufbaut als in der Kinofassung. Und da haben wir hier so ein paar Szenen damit drin. Also der Film wird dadurch kein anderer. Ihr habt ein paar Vergleiche gebracht. Ja, das wird wie der Snyder Cut. Nein, der Snyder Cut war ein anderer Film als Justice League von Joss Whedon. Das ist kein anderer Film. Das ist exakt derselbe Film, nur eben mit ein paar kleinen Ergänzungen,
Spannungen mit drin, die aber ganz nett sind. Ich muss sagen, beim Zuhause-Schauen habe ich den Film auch ein bisschen mehr genossen. Ich wusste aber auch, worauf ich mich einlasse. Ich war ja auch vorher im Kino, das heißt, ich wusste ungefähr, was passiert. Und ich fand diese Extraszenen, die mit eingebaut wurden, wirklich nett. Das ist aber auch alles. Die waren nett, die machen den Film jetzt aber nicht groß zu irgendwas wesentlich Besserem. Also wenn ihr den Film vorher nicht mochtet, werdet ihr ihn auch jetzt nicht unbedingt mehr mögen. Eventuell geht es euch da so wie mir, weil ihr jetzt halt wisst, worauf ihr euch einlasst, sagt ihr, okay, ich bin cool mit dem Film, aber der Film wird dadurch kein besserer. Wenn ihr den Film vorher geliebt habt, dann werdet ihr vielleicht sagen, ja, es ist doch ganz schön, dass da irgendwas dazu gedichtet wurde. Mein Fazit ist auf jeden Fall, wenn ihr euch dazu entscheidet, euch diesen Film zu kaufen, kauft euch die Extended-Version. Alleine schon wegen dem Intro. Ohne Scheiß, warum dieses Intro aus dem fertigen Film rausgeschnitten wurde. Auch wenn es heißt, da wäre die Laufzeit zu lang gewesen, das sind 5 Minuten und die sind wichtig. Das Intro lohnt sich alleine schon, diesen Film zu kaufen. Dann haben wir noch eine ganz coole Szene mit Alan Grant und so ein paar Teenies, die am Handy die ganze Zeit rumhängen und er die belehren will. Ellie Sattler bekommt ein paar neue Szenen, Louis Dutchton bekommt ein paar neue Szenen. Battle at Big Rock, der ist auf Deutsch mit dabei, ist ganz cool. Also auf jeden Fall, wenn ihr euch die Extended-Version kauft, wo eben auch groß drüber steht, Extended-Fassung, macht ihr nichts verkehrt. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Review so ein bisschen weiterhelfen, mit meiner Kritik. Und wie gesagt, ich mochte den Film nicht, aber sogar ich sage ja, Extended-Version lohnt sich auf jeden Fall. Und damit bin ich jetzt raus mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.